Vom Wunsch, allein zu erben. Es wird erzählt, dass einmal ein reicher Mann bei seinem Tod drei Söhne hinterließ. Der älteste und der mittlere Sohn waren sich immer einig in ihrer Arbeit auf den Feldern, die sie von ihrem Vater ererbt hatten. Doch der Jüngste wünschte, den gesamten Nachlass seines Vaters zu Handelskapital zu machen. Daher kam es oft zu Streit zwischen den beiden Älteren und dem Jüngsten. Dieser Streit wurde mehr und mehr durch die Ränke des Teufels gelenkt, und schließlich planten die beiden Älteren, ihren Bruder zu töten, damit der gesamte Besitz in ihre Hände falle. Schon wiederholt hatten sie beraten, wie sie ihren Bruder töten könnten, doch bisher ohne Ergebnis. Auch ihr jüngerer Bruder war sehr verdrossen, weil seine Pläne immer durch seine Brüder behindert wurden. Schließlich entschloss er sich, seine beiden Brüder zu töten, damit das gesamte Erbe ihres Vaters in seine Hände falle und er es zu Handelskapital machen könne. Und er hatte schon wiederholt versucht, sie zu töten, doch bisher ohne Erfolg. Eines Tages kamen die beiden Älteren schließlich überein, ihren Bruder zu töten. Sie gaben ihnen den Auftrag, auf den Markt zu gehen und Essen zu kaufen. Nach seinem Weggang stellten sich beide mit einer Keule, der eine an der Vordertür, der andere an der Küchentür, auf die Lauer. Sie hatten sich abgesprochen, ihren Bruder im selben Augenblick mit aller Kraft auf den Schädel zu schlagen, bis er tot sei. Ihr jüngerer Bruder hatte aber auch einen Plan zur Vernichtung seiner beiden Brüder geschmiedet. Ein gemeiner Ratgeber hatte ihm geholfen, Gift in das gekaufte Essen zu tun. Wenn dann die beiden später von der vergifteten Speise essen würden, mussten sie sterben. In dem stolzen Gefühl, dass sein Plan gelingen werde, kehrte er schnell heim. Vor seinem Auge schwebte das gesamte Erbe seines Vaters, das vollständig in seine Hände fallen würde. Bestimmt würde er reich und könnte eine schöne Frau heiraten. Bald kam an die Hintertür des Hauses Han. Er war gerade eingetreten, als eine Keule auf seinen Kopf fiel, so dass er hin und her taumelte. Er wollte nach außen fliehen, um Hilfe zu erbitten, doch an der Vordertür traf ihn die Keule seines anderen Bruders im Genick, so dass er hinstürzte und starb. Die beiden Brüder freuten sich sehr über den Tod ihres jüngeren Bruders und schnell teilten sie ihren gesamten Besitz zu gleichen Teilen. Dabei sahen sie das Essen, das ihr jüngerer Bruder gerade erst vom Markt gebracht hatte. Ohne das geringste Misstrauen verzehrten sie es gierig. Doch bald darauf fühlten sie in ihrem Leib einbrennen und sie erbrachen sich. Es erwies sich, dass das Essen gestreute Gift sehr stark war, sodass die beiden schließlich auch sterben mussten.